Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Mass Effect 3. Und wir befinden uns jetzt hier gerade auf einem Asteroiden, wo wir nach einem Dr. Grono oder was? Ach komm, lies mal kurz das hier. Alex Garneau wird auf Mahavit vermisst, der von Reapern angegriffen wird. Finden Sie Garneau, erfahren Sie mehr über Leviathan. Richtig, so ist es. Er wird vermisst. Von mir aus. Der weiß was über diesen Leviathan, diesen rätselhaften. Der hat einen Reaper getötet. Ich weiß nicht, was es ist. Es konnte uns nicht gesagt werden. Letztes Mal haben wir überhaupt erfahren, dass es so ein Dings da gibt. Wir werden jetzt den Garneau suchen, der hier vielleicht hoffentlich irgendwo steckt. Und dann werden wir vielleicht mehr erfahren. Oh. Ach, guck mal. Wie geil ist das? Da krachen die ganze Zeit so kleine Meteoriten oder sowas hier auf das Schild. Hoffe, es hat eine gute Energie. Sehr krass. Na gut, also guck mal hier. Eigentlich sollten die uns nicht feindlich gesinnt sein. Hier. Oder? Werden wir sehen. Ich habe meine beiden Muskeln dabei. Was ist das? Fahrstuhl. Und Reapers sind im System, also das kann doch dramatisch werden. Spätrupp. Und er hat anscheinend Freunde mitgebracht. Tatsache, wo kommen die denn her? Die sind schon hier, wer hat das gedacht? Da könnt ihr mal eine schöne Munition auswählen. Disruptor setzen sie bei Barrieren und Schilde ihres Gegners außer Gefecht. Aber die haben, glaube ich, keine Schilde, die haben nur Panzerung. Machen wir dieses Eisdings. Oh oh. Der friert nicht ein! Oh! Tötet ihn! Ja, ja, der ist hinüber. Genial! Genial! Das Spiel ist der Hammer hier. Oh. Noch so einer. Oh. Ei, diese Garneau, bevor die echten Truppen eintreffen. Diese Viecher sind so nervig. Wie die Leute hier mit sowas zurechtkommen. Ja, gar nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, die gehen überhaupt nicht gut damit um. Munition, sehr gut. Hier ist zu. Hier ist nicht zu. Moment mal, ich kann das umgehen. Ach, ich kann das umgehen. Bisher muss ich mal hacken und so. Und jetzt geht das einfach so von alleine. Ja, ja. Huch. Willkommen bei TGES Mineral Works. Alle Gäste müssen sich am Empfang eintragen. Was soll dieser normale Alltagsbetrieb? Ja, was soll das? Sind die echt? Die sind indoktriniert. Aufpassen, aufpassen, die sind indoktriniert. Die sind nicht... Die sind völlig hinüber. Vorsicht! Gut gemacht. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Alles? Achtung! Hallo? Ja, willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, tragen Sie sich bitte für die Tour ein. Was geht hier vor? Na gut, es sind völlig indoktriniert, also übernommen oder sowas, aber wie krass ist das gemacht, wie gut die das gemacht haben mit der Kamera, Fahrten und sowas und der Musik und so. Oh. Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper? Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ich suche einen Forscher, Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt?
Ich könnte einfach reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Kaputt. Offensichtlich. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Hier stimmt etwas nicht, Commander. Ha! Sag los. Okay, sehen wir uns um. Vorsichtig. Oh, die werden alle auf uns schießen nachher. Ist ja... Lebte in den Schächten. Wo ist er jetzt? Ist ja voll krass. Verzeihung? Sie gehören nicht hierher. Krass. Dr. Triffin, Ihr Einspruch wurde abgelehnt. Ihre Ressourcen werden gestrichen und Sie erhalten eine neue Aufgabe. Räumen Sie Ihr Büro und melden sich bei Dr. Lann. Es wird in dieser Angelegenheit keine weitere Diskussion geben. Wer auch immer. Es wird immer seltsamer. Dieser Fahrstuhl muss in Ordnung gebracht werden. Fahrstuhl repariert. Funktion entdeckt. Fahrstuhl offline. Jo. Dann bringen wir den mal wieder online, oder? Ich glaube, dass wir diesen Leitung irgendwie machen. Nee. Vielleicht doch. Reparaturterminal aktiviert. Ich lasse den Fahrstuhl von der Drohne reparieren. Aber wir müssen bei ihr bleiben. Okay. Reparaturen eingeleitet. Okay. Zugang gewährt. Sicherheitslog. Letzte 7 Tage. Randall, Jen, Garno, Alex. Aha, der war hier. Das ist alles komisch hier. Ganz, ganz komisch. Das Sicherheitslog des Fahrstuhls sagt, dass Garno hier letzte Woche durchgekommen ist. Warum lügen Sie uns deshalb an? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen. Hoffentlich müssen wir nicht alle erschießen, die hier waren. Das ist alles so komisch hier. Transit, Medical und Mineral. Ja, wir müssen ihn suchen. Guck mal. Haben Sie Dr. Garno gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Evolutionäre Implikationen der Biotik beim Menschen. Was? Hinweis an die Belegschaft. Die neue Kreuzzucht wirkt harmlos und wäre in einer Büroumgebung vollkommen unauffällig. Sie ist jedoch extrem gefährlich. Lassen Sie bei der Arbeit mit allen Pflanzen der dritten Generation besondere Vorsicht walten. Bilde ich mir das ein? Oder betreiben diese Leute gar keinen Bergbau? Ja, das sieht nicht so wirklich nach Bergbau aus. Wenn die komplette globale Auswanderung 60 Tage dauert, wäre das großzügig gerechnet. Aber das ist aber nicht so hoch. Oder vielleicht waren sich die Reaper, die sie hier so komisch kaputt gemacht haben, sondern ihre Forschung mit irgendwelchen komischen Pflanzen. Hat er gerade die Tür vor meiner Nase zugemacht? Ich glaub's ja nicht. Und sie haben irgendwas komisches im Asteroiden gefunden, was sie völlig durcheinander bringt. Wenn jemand dabei durchkommen will, ist es. Zurück. Sie gehören nicht hierher. Ja, das kommt mir auch so vor. Das ist ein Videotour. Das ist ein krasses Labyrinth hier. TGS Mineral Works hat den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Modernste Forschung treibt uns voran. Na super, Videotour. Was? Sektor 4. Sehen Sie auf die Karte? Nee. Sagen Sie mir, was in der Luft ist. Wir komplett verlaufen hier. Ich glaube nicht, dass die Reaper sind, die sich so kaputt gemacht haben. Weil sonst hätte ich schon längst auf uns geschossen irgendwie. Waren wir schon mal. Ich glaube, die haben irgendwas anderes Sie geschnüffelt. Nicht hier sein. Das ist so gut gemacht. Auch mit der Hintergrundmusik und so. TGES Mineral Works konzentriert sich auf mich. Zugang gespart. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert.
Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Ja. Das habe ich nicht. Zugang verweigert. Dann geht's nicht weiter. Krankenstation. Vielleicht sollte ich mich kaputt schlagen lassen, dann kriege ich eine Patientennummer. Aufgrund erhöhter Aktivitäten elektrischer Stürme kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Kommunikation mit dem Forschungsteam in Abschnitt Beta. Wir bitten alle, die auf Daten warten, um Geduld. Aktuelle Vorhersagen deuten darauf hin, dass sich die Stürme gegen Ende der Woche legen werden. Dann wird sich auch die Kommunikation wieder normalisieren. Okay. Anscheinend haben die Entwickler Feedback bekommen von den Spielern, dass das Hacken eher langweilig ist und so. Und jetzt macht Shepard selber. Aber dann hätte man sich auch sparen lassen können. Mit dem Hacken. Achtung! Comm-System ist offline. Nachricht wurde nicht gesendet. Bryson, hier Garneau. Ich musste untertauchen. Und Sie müssen mich rausholen. Ich habe hier noch so ein Artefakt gefunden. Sie sind wichtiger, als wir dachten. Es ist in den Minen. Hier der Navipunkt. Dort werde ich sein. Wenn etwas passiert, ich hänge einen Code an, den ich gehackt habe. Der öffnet jedes Sicherheitsterminal. Bryson, etwas läuft hier völlig falsch. Beeilen Sie sich. Garneau, Ende. Ja, ist okay, ich verstehe es jetzt. Er ist also noch da. Haben wir den gehackten Code? Ja, wir müssen nur zum Sicherheitsterminal und ihn eingeben. Ich verstehe es jetzt. Wir haben in dem Büro von Dr. Bryson irgendwas gelesen. Dass dieser Leviathan irgendwie ähnlich funktioniert wie dieses Mentalsteuerungsdings, was wir irgendwo auf Pharos gefunden haben. Toriana oder was? Der hat ja auch die Leute durcheinander gebracht. Also, das passt alles zusammen. Oh, ein Upgrade. Gut, wir müssen es in ein Sicherheitsterminal eingeben. In ein Sicherheitsterminal. Wie sieht das denn aus? Vielleicht gehen jetzt die Türen alle auf. Research. Vielleicht kannst du es aber hier mal versuchen. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Nicht. Ja, wir müssen es nur eingeben. Labor. Transitstation. Sind wir von hier gekommen? Ich bin komplett verwirrt. Crewquartiere. Sowas habe ich nicht. Oh. Ja. Ach so. Ach so. Wollen wir wieder hochgehen? Geht nicht. Der andere Aufzug, da war noch irgendwo einer. Ich bin komplett verwirrt hier. Dieses Labyrinth macht mich ganz kirre. War da nicht noch einer? Aufzug hier. Da, Videotour. Willkommen im Mineralienlabor. Unsere Forscher sind immer konzentriert bei der Arbeit. Irgendwo müssen wir weiter. Sicherheitskonsole finden. Eine Sicherheitskonsole. Achso. Vielleicht. Da waren hin und wieder so Terminals irgendwie, wo ein paar Typen dran standen. In der Krankenstation haben wir sowas gesehen. Hier vielleicht? Nee. Das haben wir schon gesehen.
Tja, na gut, Sicherheitszone. Mach mich ganz irre hier! Hier ist ein Terminal, aber da kommen wir nicht hin, weil das ist die Medizinstation. Da ist ein Terminal. Sie sollten nicht hier sein. Kann ich verprügeln? Ja, weiß ich auch nicht. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen, Mensch. Ach, halt, warte mal. Hier. Da ist offen, das habe ich gar nicht gesehen, ich Trottel. Personalbewertung. Personalkennung, da haben wir was. Sagt der Wartungsdienst. Kürzlich eingeholt, Feedback zufolge haben sich ihre Leistungen deutlich verbessert. Ihre Arbeit an den verdorbenen Hautproben, die wir erworben haben, war beeindruckend. Sie erhalten eine Beförderung und eine Erhöhung ihrer Sicherheitsstufe. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit. Diese Wertung ist vertraulich. Angestellte werden aufgefordert, ihre Bewertungen so aufzubewahren, dass sie von anderen nicht eingesehen werden können. 23195. Personalkennung. Gehen Sie zurück, Commander. Muss ich was merken? 23195. Ich versuch's mir zu merken. Na, gucken wir mal, dass wir in die Crewquartiere reinkommen. Scheiße. Verlaufen. Da drüben. ID 23195. Zugang gewährt. Okay, gut. Jetzt schon ein bisschen weiter. Andrea, ich vermisse dich. Warum antwortest du nicht auf meine E-Mails? Deine Mutter ist schwer krank und muss dich unbedingt sehen. Ich liebe dich. Komm bald nach Hause. Dein Vater. Die Qualität der Erzproben aus Sektor 4 nimmt ab. Das Gebiet wird somit auf den 15.01.2175 stillgelegt. Hier geht's nicht weiter! So ein Mist. Was hat das denn jetzt gebracht, hier reinzukommen? Hier geht's aber gar nicht weiter. So ein Mist. Ich komme nicht klar. Wir bräuchten halt eigentlich so eine Krankenkennung oder sowas. Ach, das ist enttäuschend. Ich dachte, wir kommen hier weiter. Das war mein letzter Strohhalm. Vielleicht. Achso, lassen Sie. Besondere Vorsicht, weil vielleicht muss ich das Zeug schnupfen irgendwie und so, dann kriege ich eine Krankenkennung oder so. Ach, keine Ahnung. Vielleicht wird irgendjemand reden, der vielleicht irgendwie mehr sagt. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Sicherheitskonsole finden. Aha. Ah, hier! Da ist sie doch. Geben Sie Garnos Terminal Hack ein. Mal sehen, was rauskommt. Zugriff gewährt. Ein Schiff hat ihn vor einer Woche abgesetzt. Er hatte wohl vollen Zugriff und ist dann aus irgendeinem Grund untergetaucht. Unbekannter Mann war an Auseinandersetzung in den Minen beteiligt. Garnot war unterwegs in die Minen. Er wurde wohl auf die Krankenstation gebracht. Ach. Mineralienlabor. Niedrige Sicherheitsstufe. Freier Zugang. Zur Krankenstation hat nur autorisiertes Personal mit aktiven Patientennummern Zugang.
Ich habe die Nummer. Dann holen wir Garnou. Echt? Der hat die Nummer einfach gehackt, oder was? Das ist ja der Hammer. Na gut, dann kommen wir doch klar. Es ist ein Glück, dass wir da jetzt doch reinkommen. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Nummer 7364. Zugang gewährt. So einfach kann es sein. Okay. Geht nicht. Aber hier gibt's sonst nichts. Leiche. Wo? Ach. Ist das Garnou? Nein! Wenn er es ist, war der lange Weg umsonst. Wenn Sie Garnou suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Oh. Ich bin Dr. Garnou. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Sind Sie in Ordnung? Ja, aber ich bin hier gefangen. Der klingt auch wieder irgendwie komisch. Was hat sich hier abgespielt? Ich ging meiner Forschung nach. Bis zu dem Vorfall. Sie wurden angegriffen. Stimmt. Aber außer meiner Gefangenschaft geht es mir gut. Was immer hier vorgeht, Sie müssen sich konzentrieren. Natürlich, Commander. Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Leviathan herausgefunden haben. Bryson glaubte, er habe einen Reaper getötet. Das ist ein Mythos. Eine Sackgasse. Aber was ist mit dem Artefakt, das Sie in Ihrer Nachricht erwähnten? Habe ich? Nein. Gott. Doktor, haben Sie. Aber jetzt greifen Reaper-Streitkräfte an. Ich hole Sie raus. Wir nehmen das Artefakt und verschwinden. Reaper, die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Oh, shit. Die Dunkelheit? Weshalb die Verfolgung? Der hat einen Reaper. Doktor? Ein Reaper! Lassen Sie das Artefakt in Ruhe. Mein Besitz bleibt hier. Glaube nicht, dass wir mit Garnou sprechen. Sie haben einen Reaper getötet. Ich brauche Ihre Hilfe. Ach, das ist... Uff, das war der Leviathan. Lass mich durch! Scheiße, der ist schon viel zu weit weg. Jemand hat die Energie geklappt. Ja, wer war das wohl? Wie soll ich denn den finden? Verschwinden Sie! Warten Sie! Wir müssen vor ihm bei dem Artefakt sein. Er sagte, es sei in den Minen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was ist das für ein anderer Weg? Ah! Was war da hoch? Stress! Uff! Aus Garnous Notizen haben wir einen Navi-Punkt für das Artefakt. Die Karte zeigt eine Wartungstür an der nächsten Bahnstation an. Anscheinend wollen wir nicht als Einzige dorthin. Natürlich nicht. Ich dachte, der Leviathan wäre mein Freund. So, wir kommen jetzt weiter. Ah! So, und jetzt... Oh! Stress! Wie kommen wir denn jetzt da hinten? Mein Gott. Da hinten sollen wir hin. Komplett gestresst hier. Wo wollen wir da jetzt hin? Keine Ahnung. Ich hab hier komplett alles verloren hier. Komplett die Orientierung verloren irgendwie. Wo sind wir überhaupt hergekommen? Achso, da kommt er rüber. Da ist irgendwas. Ah, hier geht's weiter. So.
Taubisser! Jetzt ist er weg. Oh, nee. Ich dachte, er wäre unser Freund, der Reaper. Der Leviathan. Der will nicht gefunden werden, verstehe. Achtung, Feinde auf dem oberen Balkon. Auf unsere Flanke achten. Feinde auch noch. Weg! Oh mein Gott. Scheiße, ey. Ist die ganze Zeit daneben. Da haben wir. Achso, ich hab das nicht mal. Ich hab da irgendwas ausgeweitet, ich Trottel. Okay, irgendwo ist da noch einer. Komm, hoch mit dir. Oh shit. Scheiße. Scheiße! Unsichtbar machen, wie geht das nochmal? Achso, 6, 1. Taste 6. Taste 3, oder was? Ah. Banshee. Das ist schon irre. Eieiei. Eine Banshee. Ha, mein Schild. Klar, ich war wieder auf hier. Sie kommt. Eieiei. Eieiei. Oh, oh, shit. Au, oh, das tut nicht gut. Scheiße. Heil dich! Was kann ich machen? Da ist die Tür. Okay, suchen wir das Artefakt. Alter, das zahlt aber gerade nicht so gut. Noch eine? Schwärme. Aha. Halalala. Das sieht nach Gift aus hier. Medikit. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Was zum Teufel war das? Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Echt jetzt? Problem stellen. Die Drohne kann das reparieren. Wir müssen sie eskortieren. Die Drohne läuft auf Reserveenergie und wird's nicht lange machen. Dann sollten wir uns beeilen. Aha. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder angegriffen. Wer hält mich mal? So, nicht schlecht. Sauber. Saubere Arbeit. Ja. Eine Reparatur abgeschlossen. Noch eine. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Verstanden. In der Nähe der Drohne bleiben. Ja. Komm schon, rüber mit dir. Stefan, wir müssen immer noch diese Drohne eskortieren. Ich weiß. Wir sollten uns beeilen!
Wird gemacht! Ich mach ja. Okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Sind da noch mehr? Da ist Drohne hat fast keinen Saft mehr! Verstanden! Ich bin dabei! Uff! Ah, oh, Scheiße! Wir haben eine Banshee! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Oh, Schande, ey. Ich glaube, auf dem Kopf ist ganz gut zu schießen. Okay, was noch? Jo. Ach so, stimmt, ich muss ja in der Nähe bleiben. Sonst fährt die nicht weiter. Mist, da hoch muss sie. Die Drohne muss darüber, Shepard! Jawohl. Reparaturen eingeleitet. Okay, dann geht's weiter. Na, das läuft ja ganz gut. Keine Gegner mehr? Die zurück jetzt! Die Tür müsste online sein! Okay, die Tür ist online. Die Online-Tür. Oh, was haben wir hier? Was haben wir jetzt hier für ein feines Gerät? Du warte, Güte. Gar nicht. Achso, es ist irgendwie so ein temporäres Teil, was ich nur kurzzeitig nutzen kann, oder was? Nur ein Schuss, sehe ich das richtig? Na gut, ein Schuss ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Büro. Weg da! Ich kann schießen! Oh. Gano! Er hat's kaputt gemacht! Verdammt! Krass! Ist kaputt! Scheiße! Der will nicht gefunden werden, ist ja mal echt mega krass. Warum? Wir sind doch eigentlich Verbündete gegen die Reaper, oder? Heilige Scheiße. Commander, sehen Sie sich das an. Was haben Sie? Krass. Das war nicht Garno, sondern das. Sieht aus, als wäre er schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen. Diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Puh. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Also doch, die Damen besuchen. Wer sind Sie? Ach, die sind alle wieder aufgewacht. Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Hui, krass. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau, die Zentrale sollte jemanden schicken und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Erkennen Sie diesen Mann? Aber das ist jetzt Garno, oder was? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Wer war denn der andere Garno? Ich blick's nicht ganz. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich... Es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn Dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Okay. Cortez, wie ist die Lage? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper?
Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was? Was? Die haben 10 Jahre gepennt? Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Wie krass ist das? Wenn diese Leute so lange nichts mitgekriegt haben, wird das ein ziemlicher Schock. Ja. Sehr krass, liebe Leute. Dieser Leviathan kann also Reaper töten und Leute indoktrinieren, was? Glauben Sie, er ist in Wahrheit ein Reaper? Vielleicht so ein gefallener Reaper, also so ein gefallener Engel sozusagen, der irgendwie, wie heißt es? Der nichts mehr mit ihm zu tun haben will, der sich separiert hat. Der in Ungnade gefallen ist oder sowas. Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnos Notizen etwas ergeben? Ja. Garno hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind. Ja. Und was sie können. Was auch immer. Sie sind jedenfalls viel zu gefährlich. Und eines davon liegt direkt hier mitten auf der Citadel. Auf der Citadel? Achso, ja, stimmt. Genau, klar. In dem Büro. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden nächstes Mal genau diese Quest weiterverfolgen. Das ist sehr interessant. Und mal gucken, was wir dann herausfinden können. Also, es ist alles richtig gut gemacht, das Spiel. Es macht einen Riesenspaß. Also, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir machen nächstes Mal weiter. Macht's gut, bis dann. Eure Lucida. Tschüss.